Hallihallo, Freunde der gepflegten juristischen Unterhaltung. Heutiges Thema Jerome Boateng. Da geht es in die dritte Runde eines größeren Rechtsstreits. Mehr dazu in diesem kurzen Video. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, der Anwalt aus Mainz. Ich habe es gestern gelesen, Jerome Boateng. Die meisten haben es vielleicht schon wieder vergessen, aber im letzten Jahr gab es da eine Anklage wegen Körperverletzung und dann eine Geldstrafe in Millionenhöhe. Nun hat er Revision eingelegt. Was steckt dahinter? Termin für die Hauptverhandlung der Revisionsverhandlung steht jetzt fest, 21. September. So hat es der Gerichtssprecher mitgeteilt. Und zwar das Ganze am Bayerischen Obersten Landesgericht. Ja, also bei den Bayern heißt das Ganze ein bisschen anders. Ich selbst habe bayerische Vorfahren, deshalb darf ich das so sagen. Was ist passiert? Landgericht München hatte den 34-jährigen Fußballprofi wegen Attacken auf seine Ex-Freundin, die Presse hat es ja breit und oft berichtet, das Ganze wohl passiert in einem Karibikurlaub, verurteilt Geldstrafe 120 Tagessätze zu je 10.000 Euro. Also, wer rechnen kann, 1,2 Millionen. Das war aber bereits die zweite Instanz. Das Amtsgericht, nämlich Peng, keine Angst, kommt noch mehr. Ja, und jetzt war der Speicher meines iPhones voll. Also Amtsgericht München hatte ihn schon im Jahr 2021 in erster Instanz zu einer höheren Geldstrafe verurteilt, nämlich 1,8 Millionen Euro. Aber damals war die Zahl der Tagessätze nur halb so hoch, also nicht 120 Tagessätze wie vom Landgericht, sondern nur 60 zu je 30.000 Euro. Also Tagessatz ist immer das, was er am Tag verdient, nach den mitgeteilten und überprüften Einkommensverhältnissen. Also von 60 Tagessätzen nach Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft dann auf 120 Tagessätze hochgegangen. Na, herzlichen Glückwunsch. Damit würde er auch als vorbestraft gelten und deshalb jetzt die Revision, die er hier wohl eingelegt hat, zum Bayerischen Obersten Landesgericht. Also bleibt spannend, die Verhandlungen terminiert. Wenn das Urteil so Bestand hat, dann würde Jerome Boateng, wie ich gesagt habe, als vorbestraft gelten. So wie ich das gelesen habe, haben alle Beteiligten Rechtsmittel eingelegt, also sowohl der Verteidiger von Boateng als auch die Staatsanwaltschaft als auch die frühere Lebensgefährtin, die hier wohl folgerecht daraus dann als Nebenklägerin aufgetaucht ist. Also da bleibt es auch spannend, terminiert auf den, was habe ich gesagt, 21. September. Bin ich sehr gespannt, ob das Urteil Bestand hat oder nicht. Man sieht also, da gibt es schon ganz schöne Strafen, die natürlich hier auch bedingt sind dadurch, dass der Herr Boateng so viel verdient. Und da ist ein Tagessatz natürlich schnell mal sehr viel wert. Was denkt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare oder auch nicht. Oder ruft mich an. ich kann es mir nicht verkneifen. Und ansonsten suche ich gern weitere spannende Dinge für euch aus der Welt der Juristerei und auch aus allem anderen, was interessiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.